Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Train Simulator 2022. Nix. Quatsch. Quatsch. Train Simulator 2, der Danny spielt das. Und zwar fahren wir heute einen IC von Duisburg nach Essen. Und Störung. Wenn jetzt hier erstmal die Türen öffnen, dann werden wir Zuglichter einschalten. Wir werden Spitzensignale einschalten. Das so, dann werden wir. Ich werde heute mal mit PZB und Sie verfahren. Und hoffe, das kriege ich soweit hin. Sie verein, PZB ein. PZB ein. So. Wir brauchen aber kein Fernlicht, glaube ich. So. Wenn die Türen verriegeln. Natürlich werden wir noch den Bremsschlüssel aufsperren. Schließvorgang eingeleitet. So. Und dann können wir eigentlich auch schon losfahren. Das heißt, wir lösen die Bremsen. Und schalten auf. Uns denn befreien? Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Sehr schön. Das heißt, wir können ja auch ein bisschen aufschalten. So, SIFA will natürlich gedrückt werden. Ist die Taste Q. Also wie gesagt, es ist wirklich mein erstes Mal jetzt mit PZB und ich hoffe, dass ich das so weit hinkriege. Ihr könnt die Zwangsen gerne zählen, die ich kassiere. Oh, 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 oh. Aber schauen wir mal, vielleicht komme ich das ja hin. Also ich habe gelernt, es ist immer 5 km/h Unterschied, das heißt, sind 45 km/h erlaubt, gilt 40, sind 25 km/h erlaubt, gilt 20 und so weiter. Und ich glaube, quittieren heißt, man muss hat 4 Sekunden nach einem gelben Vorsignal Zeit, um zu quittieren. Das nennt sich dann, glaube ich, soweit PZB wachsam, wenn ich mich jetzt nicht irre. Wie gesagt, ich werde das alles mal versuchen. Bin kein Profi, aber ich muss es ja mal probieren.
15 Kilometer bis Essen. Wunderschön. Also manchmal reagiert der Easy-Fahrer auch nicht, wenn man Q drückt. Man muss da schon ein bisschen öfter drauf drücken. Also mit einem Mal ist das nicht getan, habe ich gerade gemerkt. Was ich ein bisschen bemerkenswert finde, weil normalerweise reicht das doch, wenn man einmal drauf drückt, aber man muss tatsächlich öfter drücken, weil er sonst nicht reagiert. Wir werden auf diesem kurzen Stück jetzt natürlich keine LZB zu erwarten haben, das ist klar. So, wir haben gleich 110 zu erwarten. Das heißt, wenn wir schon mal abschalten, da werden wir mit Sicherheit quittieren müssen. Mich jetzt gleich. Ne, noch nicht. Ist das noch ein grünes Signal? So, dann werde ich schon mal ein bisschen bremsen, würde ich sagen, wie auch rechtzeitig auf die Geschwindigkeit kommen. Ich werde natürlich 105 fahren, weil ist mir einfach sicherer. War. So, noch scheint alles zu funktionieren. Ich könnte jetzt mal irgendwas testen. Das ist also wachsam, okay. Alles klar, dann weiß ich Bescheid. Wachsam ist quittieren. Sifa? So, dann dürfen wir jetzt gleich 160 in diesem Augenblick. Meine
natürlich auch 0,5% Steigung. Das macht die ganze Sache nicht einfacher. Zu viel darf ich auch nicht aufschalten. Das haben wir wieder Radschlupf. Das ist ja bei diesem IC ganz schnell der Fall. So, 6,3 Kilometer noch bis Essen. 57 sollen wir einfahren. Bin ich ja mal gespannt, ob das klappt. 3 Minuten haben wir noch. So, und nicht zu schnell fahren hier. Sifa. So, gleich ist 130. Und da werden wir mit Sicherheit quittieren müssen. Das heißt, wir werden auf jeden Fall rechtzeitig bremsen, damit wir ja auf die Geschwindigkeit runterkommen. Weil sonst gibt es definitiv eine 20. So, 2,5 Kilometer haben wir noch. Da müssen wir definitiv auf die Geschwindigkeit runter. Das heißt, ich werde jetzt schon mal ein bisschen anfangen zu bremsen hier. Gar kein Risiko eingehen. Durch natürlich die Sifa drücken, klar. Ich werde auf jeden Fall 5 km/h weniger als angegeben fahren. Ich habe mir das einfach irgendwo mal, habe ich das mal gelesen, dass das so ist. Warum auch immer. Dann werde ich mich da einfach mal dran halten. Da müsste jetzt gleich, glaube ich, wenn gleich, da kommt ein gelbes Vorsignal, oder täusche ich mich? Ich glaube, auf jeden Fall noch eine S-Bahn, beziehungsweise, ja, da kommt ein gelbes Vorsignal. Das heißt, wir werden Wasser drücken müssen. Das ist sicher. So, 110, das heißt, wir werden jetzt mal bremsen. Sifa drücken, wenn wir es will. So, da ist schon das Ziel. Wenn jetzt nichts mehr passiert, komme ich hier gut, bin ich hier ordentlich mit. Ohne Zwangsbremsen durch. Ich hab's gewusst. Kurz vorm Ziel passiert es mir. Ich hätte noch mal quartieren. Ich war wahrscheinlich zu schnell. Ich bin zu schnell an den Bahnsteig rangefahren. Wetten? Ich war zu schnell, ja. Ich war in allerletzter Konsequenz zu schnell. Aber wenn jetzt, wenn das jetzt reicht, dann können wir ja fast noch bis zum Punkt freuen hier. Eine Zwangsbremsung. Eine. Kurz vorm Ziel. Ich pack's nicht. Jetzt ist sowieso Schluss. Ja. Ziel erreicht. Zwangsbremsung. Ja, ist gut. Zwangsbremsung. Türfreigabe. Türfreigabe. Also, Türfreigabe. Ich hätte es fast geschafft, ohne Zwang so durchzukommen. Und ich finde für mein erstes Mal mit PZB. Zugbeeinflussung. Ja, jetzt hat doch mal die Gosch. Zugbeeinflussung. 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 Ja, ist okay. Zugbeeinflussung. Also, für mein erstes Mal, jetzt hat er aufgehört, endlich. Also für mein erstes Mal mit PZB finde ich gar nicht so schlecht. Eine Zwangsbremsung kurz vorm Ziel. Wir sind praktisch mit der Zwangsbremsung an den Bahnsteig herangefahren. Und ja, ich glaube, wir stehen jetzt hier noch leicht hinterm Bahnsteig, würde ich mal sagen.
Aber obwohl es geht eigentlich, wir stehen bis auf den letzten Wagen stehen wir eigentlich drin, oder? Ja, wir stehen drin, wir stehen komplett im Bahnsteig. Mit der Zwangsbremsung in den Bahnsteig eingefahren oder an den Bahnsteig rangefahren. Ich finde das gar nicht so schlecht, muss ich ehrlich sagen. So, wir verriegeln die Türen natürlich. Schließvorgang So. eingeleitet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin zufrieden. Fürs erste Mal mit PZB gar nicht so schlecht. Mal gucken, ob wir Gold kriegen. Ja, wer sagt's denn? Ihr könnt eure Meinung gerne in die Kommentare schreiben, wie ich mich geschlagen habe. Mit der ersten Fahrt, zum ersten Mal mit PZB. Es ist gar nicht so schlecht, wenn man weiß, wie es geht. Ich glaube, ich weiß, wie es geht. Ich denke, zum Schluss mit der Zwangsbremsung, da war ich einfach noch zu schnell. Gehe ich mal ganz stark von aus. Ich war auf 1000 Hertz Überwachung, soweit ich das gesehen habe. Und ich war einfach zu schnell. Und dann hat es mich gepackt. Aber ich finde, das habe ich gar nicht so schlecht gemacht. Wenn ihr da anderer Meinung seid, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde sagen, ihr hört mich im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, habt noch einen schönen Sonntag, habt eine schöne Woche, bleibt gesund, passt auf euch auf. Bleibt mir treu, bis zum nächsten Mal. Euer der Danny Spieters, macht's gut, bye bye, ciao, servus und tschüss.